Guten Abend aus dem frühlingshaften Berlin und dem noch sonnenbeschienenen Claes hier heute Abend, am heutigen Montag. Willkommen an alle Live-Sportler und natürlich auch herzlich willkommen alle Nachturner oder Wiederholungstäter, wie üblich. Mein Name ist Matthias, für alle, die zum ersten Mal dabei sind, wir machen gemeinsam ein etwa 45-minütiges, knackiges Full-Body-Workout, heißt, der ganze Körper kommt zum Einsatz. Verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Intensitäten. Wir haben immer Übungen, die sich auf die Kraft fokussieren, die werden nach und nach gesteigert. Du entscheidest einfach bei jeder Option, die dazukommt, ob du die gerne mitnehmen möchtest oder nicht. Und dann haben wir auch Stützkraft und Rumpfstabilität, wo die Hände auf den Boden aufsetzen und in die Stützposition steigen, sowie auch ein bisschen was für die Ausdauer. Erstens, weil wir konstant in dynamischer Bewegung bleiben. Zweitens, weil wir auch noch ein paar kleine, lockere Ausdauerübungen dazwischen schalten, um der Kraft ein bisschen Pause zu geben. Wie gesagt, Schritt für Schritt steigere ich die Übungen. Du entscheidest, was du heute aus dem Workout für dich rausholen möchtest. Und ich wünsche uns gemeinsam ganz viel Spaß dabei. Let's go! Mit den letzten Sonnenstrahlen des ersten Frühlingstages im Hintergrund, verschwindet aber auch gleich hinterm Haus. Öffne die Beine, komm in einen stabilen Stand, kreise die Schultern nach hinten. Bring die Schulterblätter hinten zusammen und abwärts. Dynamische Mobilisationsübungen für die Beweglichkeit des gesamten Körpers, der wichtigsten Gelenke und um warm zu werden und die Herzfrequenz und die Atemfrequenz ein bisschen nach oben zu fahren. Wann immer Herzfrequenz und Atemfrequenz nach oben gehen, gehen die Mundwinkel auch nach oben. Dann nimm bitte die Ellenbogen dazu, die Arme angewinkelt. Zieh die Ellenbogen hinter den Körper. Mobilisation für den Schultergürtel und die Schultergelenke. 4. 3. Die Arme auf und zu vor der Brust. Weit öffnen, schließen. Ein paar Standards zum Warmwerden. Letzten zweimal auf der Horizontalen. Dann geht's schräg nach oben in die V-Position. Diagonal aufwärts. Mobilisation der Schultergelenke in verschiedenen Bewegungsrichtungen, verschiedenen Winkeln der Schulter. Bring die Arme lang nach oben neben die Ohren. So hoch wie es geht und auch gerne hinter den Körper schwingen. Viermal noch. Dreimal. Zweimal. Die Arme scheren vor dem Körper, also abwechselnd. Ein Arm hoch, ein Arm hinter den Körper. Letzten vier. 3. Kreise beide Arme nach hinten. Jetzt nehmen wir den vollen Umfang der Schultergelenke. So groß wie es geht nach hinten. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4. 3. Hände vor die Brust, Rotation des Oberkörpers, nach rechts und links. Involvieren die Rumpfmuskulatur, das Becken so stabil wie es irgendwie geht. Aus dem Bereich der Brustwirbelsäule drehst du. Immer in deinem persönlichen Bewegungsumfang, aber finde für dich den größtmöglichen Bewegungsumfang in jeder Übung. Streck die Arme lang in die Diagonale nach vorne aus. Bisschen den Bewegungsumfang noch erweitern. Selbstverständlich darfst du meiner Dynamik, vielleicht auch dem Rhythmus der Musik, motiviert folgen. Wenn dir aber irgendwann eine Übung zu schnell ist, mach sie bitte in deinem Tempo. Letzten 8, 7, 6, 5. Bring die Arme dann über die Seite, über den Kopf. Und die Wirbelsäule bewegt sich in die Seitneigung. Und wir ziehen die Flanken abwechselnd in die Länge.
Auch hier noch 8 Wiederholungen. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Die Knie im Wechsel anheben. Rechts und links, Knie ab. Auch hier größtmöglicher Umfang der Hüfte. So weit wie es geht nach oben. Nimm die Arme locker dazu. Entgegengesetzter Arm nach vorne. Dann machen wir das Ganze mit gestreckten Armen. Du schwingst die Arme und drehst den Oberkörper zum gehobenen Bein. 8 noch. Die letzten 4, 3. Schieb die Füße nach hinten im Wechsel. Rechts zurück und links zurück. Das Ziel ist, das hintere Bein zu strecken und den Fuß mit der Ferse bis zum Boden hinten abzurollen, sodass du gerade noch den Boden berührst. Mach die Übung bitte nur mit dem rechten Bein und dann hebe das Knie. Abrollen, anheben. Abrollen, anheben. So weit, wie es geht, hinten raus. Bleib noch mit dem rechten Bein dabei. Wenn das Knie hochkommt, dreh dich wieder hin zum gehobenen Bein. Twist. Twist. 4 Mal noch. 2 mehr. Fliegender Wechsel. Andere Seite. Rück. Horn hoch. Abrollen. Horn hoch. Links zurück. Horn hoch. Schön weit nach hinten raus. Und auch hier die letzten 8 mit Drehung zum gehobenen Bein. Letzten 4. Noch 3. Noch 2. Auf der Stelle federn, hüpfen oder springen, wie du magst. Option 1. Fußballen bleiben am Boden. Du wippst nur. Option 2. Leicht vom Boden abheben. Option 3, das Ganze richtig schön dynamisch. Auf und ab. Schön weich abfangen wie üblich. Und dieses Hüpfen soll die Herzfrequenz noch ein bisschen nach oben bringen. So, nimm die Hände vor die Schultern, schieb die Hände nach oben. Up, add up, up, add up, up, add up. Jetzt muss es langsam warm werden. Ja, die Füße wollen schon automatisch in den Jumping Jack, oder? Na gut, auf und zu. Komm, wir machen ein bisschen Temperatur. Bring die Laune nach oben. Du kannst abwechselnd gehen, wenn du nicht springen magst. Jetzt schalten wir noch den Kopf dazu. Die Hände gehen im Wechsel. Einmal nach außen und einmal nach oben. Oh oh. Die Beine machen Automatikmodus weiter. Immer das Gleiche. Und die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 mehr. Wir starten mit den Kniebeugen. Öffnen die Füße. Etwas weiter als das Becken. Der Schwerpunkt geht zuerst in den Unterkörper. Schieb dein Gesäß nach hinten. Finde für dich die optimale Schrittstellung, wo du tief und hoch gehen kannst. Und du ganz alleine entscheidest, wie tief du gehen möchtest. Alle Hüften sind ein bisschen anders geformt und gewachsen. So manch einer muss die Füße ein bisschen mehr ausdrehen, um tief zu kommen. Manch einer mehr ein bisschen schmaler. Probier mal. Down, add up. Down, add up. Down. Wir machen noch 8, 7, 6, 5, letzten 4. Wir ändern gleich die Beinübung. Ausfallschritte rückwärts, rechts, links, abwechselnd. Lunge back, lunge back, lunge back, lunge back. Großer Schritt zurück, Körpergewicht absenken. Down, add up, down, add up. Du kannst gerne ruhig, wenn du hochkommst, immer wieder in so eine leicht geöffnete Position gehen. Gerade zurück, leicht geöffnet.
Lunge back. Noch 8 Wiederholungen. 8. 7. 6. Dynamisch und gut gelaunt werden wir uns gemeinsam eine Kombination aus beiden Übungen bauen. Zunächst Dreier Bounce rechts hinten. 3, 2, 1. Wechsel. 3, 2. Links hinten. Und wieder. Rechts. Und links. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bring it up. 3. Letzten zweimal. Letztes Mal. Wir gehen zurück in die Kniebeuge. Squat down and up. Down and up. Down and up. Auch die Kniebeuge variieren wir heute wieder ein bisschen. Einmal hätte ich gerne beim Hochkommen die Fersen gehoben und einmal ein Knie immer im Wechsel. Fersen hoch, rechtes Knie hoch. Fersen hoch, linkes Knie hoch. Du kannst die Arme zur Unterstützung nehmen, um auf die Fußballen zu kommen. Einmal beide Fersen hoch, das rechte Knie. Beide Fersen hoch, das linke Knie. Geht das? Läuft das? Wenn nicht, kannst du ein bisschen schummeln. Wir machen es noch einmal und gehen direkt in den Dreier-Bounce, rechts nach hinten. 3, 2, 1, Kniebeuge, Squat, Fersen, linkes Bein, hoch, Dreier-Bounce. And again, Fersen heben, rechtes Knie, Dreier-Bounce-Lunge. Wieder Squat, down, lift, Dreier-Bounce. Wenn du noch was drauflegen willst, das musst du nicht, das darfst du, jump it up. Nicht nur die Fersen, Dreier-Bounce, sondern beide Füße abheben. Du gehst tief, drückst dich hoch, linkes Bein, Dreier-Bounce. Und wieder in die Mitte, down, jump. 3. Bisschen Koordination darf auch mal sein. Viele von euch haben jetzt schon so viel mit mir gemeinsam Workouts gemacht. Da kennt ihr schon so einiges. Da lieben wir immer wieder eine kleine neue Herausforderung. Add up. Down. Jump. Linkes Knie. Bounce. Jetzt läuft's. Machen wir noch 4 Runden. Rechtes Bein. 3 Durchgänge. Komm hoch mit mir. Wow. Linkes Bein. Noch 2 Runden. Dann geben wir den Beinen gleich mal eine kurze Pause. Rechts. Letzter Durchgang. Down. Jump. Linkes Bein. 3, 2. Öffne die Beine. Lehn dich mit gestreckter Wirbelsäule nach vorne. Und hoch. Gestreckt nach vorne. Und hoch. Schau, dass du vor dir ein bisschen Platz hast, damit du mit den Händen nach vorne krabbeln kannst. Hände zum Boden, lauf in den Stütz, genauso zurück und wieder hoch. Während der gesamten Übung bleibt die Wirbelsäule gestreckt, in der Plank sowieso, aber auch beim Tiefgehen und beim Hochgehen. Auf. Slow down, walk vor, walk back. Willst du mehr, du kannst die Übung so weitermachen, dann bleib mit mir hier, komm in die V-Position, schieb den Po nach oben, zurück zur Plank, wieder ins V, zurück zur Plank, lauf mit den Händen zurück in die Ausgangsposition. 2-mal aus dem Stütz in die V-Position. Auch bekannt als herabschauender Hund bei den etwas langsameren Varianten wie beim Yoga. Langsam tief, walk. Wer noch mehr will, rechte Hand zum linken Fuß, zurück. Linke Hand zum rechten Fuß, zurück. Walk back. Du kannst 2-mal mit der Hand zum gegenüberliegenden Fuß gehen, wenn du Lust hast. Up and back. Up and back, walk back and up. Nochmal.
Rechte Hand zum linken Fuß. Linke Hand zum rechten Fuß. Der Rücken bleibt lang. Zurück. Letzter Durchgang. Letzte Runde. Linke Hand zum rechten Fuß. Rechte Hand zum linken Fuß. Zurücklaufen. Und oben kommen wir in ein leichtes Skipping. Wer nicht springen mag, der zieht die Knie einfach nach oben dabei. Alle anderen, Gewicht verlagern, rechts und links. Wenn du mehr magst, nimm die Knie höher, rolle die Füße weich am Boden ab, lande schön sanft. Und wer noch ein bisschen mehr will, nimm die Arme mit. Run, 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 run. Wie versprochen, halten wir die Herzfrequenz im Gange. 15 Sekunden noch. Nicht vergessen zu atmen. Das Lächeln gefällt mir schon. Jetzt noch atmen dabei. 4, 3, 2, locker lassen. Füße wieder öffnen. Etwas weiter als das Becken. Und wir gehen zurück in die Kniebeuge. Die Fersen schön fest am Boden. Gesäß nach hinten raus. Der Bauchnabel leicht eingezogen für eine stabile Körpermitte. Das Brustbein gehoben, sodass der Rücken so aufrecht bleibt wie möglich. Die Wirbelsäule immer lang. Lang. 4 mehr. 3 noch. Side Squats, rechts und links im Wechsel in die Seite. Rechts raus, links raus. Trotz des Schrittes in die Seite, sorge bei der Kniebeuge für eine gleichmäßige Beinbelastung. Insbesondere mal auf das Becken und die Hüften achten, dass die nicht irgendwo einen Ausflug hinmachen wollen, sondern schön in der Mitte tief gehen. Für die letzten 8, 7, 6, 5, 4 mehr, 3 mehr, 2 noch. Rotation des Rumpfes rechts und links. Rechts, links, rechts, links. Du nimmst die linke Hand, weil du dich zur rechten Seite drehst. Wie eben schon gesagt, achte darauf, dass bei dieser Rotation, genau wie eben auch in der Kniebeuge, die Länge der Wirbelsäule unverändert bleibt. Für die letzten 8, noch 4, dann gehen wir wieder zurück in die Side Squats. Rechts und links. Down, add up. Down, add up. Also, Wirbelsäule unverändert, Beine gleichmäßig belastet, Becken gerade stabil. Wir kombinieren zusammen. Rotation nach außen. Nach außen. Du kannst die Arme platzieren, wo du willst. Ich würde sagen, es geht am geschmeidigsten, wenn du sie hier in der Schulternähe hältst und jetzt immer dich zum äußeren Bein drehst. Die erste Herausforderung, wenn dir irgendeine Übung neu ist, mach sie immer erst kleiner, bevor du größer machst. All meine Standard-Live-Teilnehmer bleiben groß und dynamisch. Achte besonders auf die stabilen Knie, denn die wollen jetzt auch immer wegdrehen. Das darf nicht sein. Die bleiben fixiert. In dieser Kombi wollen wir das Gleichgewicht noch ein bisschen fordern. Mach bitte 2 Wiederholungen davon, rechts, links, und hebe jetzt das linke Knie. 4, 3, 2, wir beginnen links. Side Squat, das äußere Knie anheben. Wir beginnen wieder rechts, automatisch. Rechts, links, linkes Bein, Balance. Nicht wackeln. Links, rechts. Reicht dir das? Bleibst du dabei? Willst du mehr? Gehen wir in die Standwaage beim nächsten Durchgang. Hier, Standwaage und wieder hoch.
Side Squat. Side Squat. Knee up. Standwaage. Rechte Seite. Side Squat. Side Squat. Linkes Bein hoch. Balance. And up. Side Squat. Side Squat. Rumpfstabilität. And again. Squat. Squat. Linkes Knie. Linke Seite. Rechtes Bein. Immer das äußere Bein kommt nach oben. And again. Balancieren. Linke Seite. Zwei Durchgänge noch. Jede Seite noch einmal. Down. Down. Knee up. Balance. Ah! Das Schwierigste ist immer aus dynamischen Bewegungen in die plötzliche, zack, Gleichgewicht-Position zu kommen. Öffne die Beine, lehn dich nach vorne und hoch. Ist Zeit, dass wir wieder ein bisschen Gewicht auf die Arme bringen. Gestreckte Wirbelsäule nach vorne, zurück. Dieses Mal brauchst du Platz hinter dir. Setz die Hände auf den Boden, steig mit dem rechten Bein zuerst nach hinten und wieder vor. Nächstes Mal das linke Bein zuerst. Lange Wirbelsäule, links, rechts, links, rechts. Meine Empfehlung, hinten die Beine zusammen und vorne wieder auseinander. Das ist ein bisschen stabiler. Und da kommt man meistens tiefer in die Hüfte. Setz ruhig die Hände mal auch ein bisschen schmaler zusammen. Wenn dir das ausreicht, machst du weiter. Wenn du eine Pause brauchst, machst du eine Pause. Machst du ja sowieso zu Hause. Wenn du mehr willst, komm mit mir einmal zur rechten und einmal zur linken Seite. Öffnen, zurück, andere Seite, öffnen, zusammen und wieder nach vorne steigen. Linkes Bein beginnt, linke Seite. Geh nach links. Auf, zu, auf, zu. Auf, zu, auf, zu. Hier hast du das Ziel, während dieser kleinen Wanderung dafür zu sorgen, dass die Körpermitte stabil bleibt. Linkes Bein beginnt nochmal. Back, back, links zuerst. Andere Seite. Stell dir vor, du hast ein Tablett auf dem Rücken dabei. Komm, wir machen noch zwei Runden. Jede Seite noch einmal. Stützkraft. Rumpf stabil. Atmen nicht vergessen. Rechts vor. Letztes Mal. Linkes Bein beginnt. In die Seite. Andere Seite. Steig vor. Und wieder locker. Von einem Bein aufs andere Bein. Tupfen, wenn notwendig. Knie hoch, wenn du mehr magst. Wir bringen die Herzfrequenz wieder ein kleines bisschen nach oben. Bevor wir in unsere dritte Serie gehen. Steigerung. Triple Step. Drei Schritte in die rechte Seite. One, two, three. One, two, three. Oder passt ja der Song geradezu? Everybody dance now. Everybody run now. Wollen wir es ein bisschen schneller machen? Ready? Speed it up. Perfekter Beat. Du, 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 du. Come on, bisschen größer. Komm, 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 komm. Yes, nimm die Arme mit. One, two, three. One, two, three. Erste Sahne. Umso mehr du die Arme mitnimmst, umso höher du die Knie ziehst, umso höher kommt die Atemfrequenz. Und die Mundwinkel gehen natürlich mit. Wie üblich. One, two, three. One, two, three. Lass uns gemeinsam auspowern.
Ich stehe neben dir. Im Wohnzimmer. In der Küche. Im Schlafzimmer. Egal, wo du gerade trainierst. Komm, komm, komm. Die letzten Wiederholungen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh, easy. Kniebeuge. Bleib nicht stehen. Nimm nur ganz kurz einmal Luft holen. Komm in eine sanftere Bewegung. Lass in der Herzfrequenz einen Moment, um sich wieder etwas zu beruhigen. Down, add up. Down, add up. Letzte Beinkombination. Zwei neue Richtungen oder zwei neue Übungen für heute. Noch 8 Wiederholungen. 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3 noch. Wir machen Ausfallschritte zur Seite. Halbes Tempo, rechtes Bein geht raus. Launch, Center, links, Center. Alles Gewicht, äußeres Bein, anderes Bein gestreckt. Launch, Center. Launch, Center, Launch, and Center, Launch, and Center, Launch. Ein bisschen schneller. Ready, here we go. Launch, abfangen, abfangen, zurück, abfangen, zurück, abfangen, zurück. Äußeres Bein federt sanft. Naja, sanft ist das nicht gerade, aber weich. Kraftvoll, dennoch weich. Elegant, geradezu elfengleich. Abfangen, außen. Außen, letzten 8 Wiederholungen. 8, 7, 6, 5, 4 mehr. 3 noch. Ausfallschritte rückwärts wiederholen wir. Rechts, links im Wechsel. Lunge, Lunge, Lunge. Aufrechter Oberkörper. Ausfallschritte machen Spaß. Sag's immer wieder. Wir kreuzen die Ausfallschritte. Halte die Hüfte stabil. Kleines Kreuzen. Tief nach unten. Das geht ein bisschen intensiver hier aufs Gesäß, auf die gesamte Hüftmuskulatur. Das vordere Bein hat hier ein bisschen mehr Arbeit als normal. Vor allem aber ist uns wichtig, dass wir immer leicht veränderte Arbeit haben, dass wir niemals exakt dieselbe Belastung treffen, sondern immer abwechslungsreich dreidimensional arbeiten. 4-mal noch, 3-mal noch, 2-mal noch, Kniebeuge in der Mitte, down. Add up, down, add up. Wir packen zusammen. Vorbereitung. Side Lunge rechts. Holst das Knie hoch. Cross Lunge rechts. Kurze Pause. Vor links. Ready? Here we go. Side Lunge. Cross Lunge. Pause. 4, 3, 2. Linke Seite. Lunge. Knee up. Cross. And vorneigen. Rechte Seite. Side Lunge. Cross Lunge, Vorneige, add up, linke Seite, Side Lunge, Cross Lunge. Wir haben heute schöne, kurze Kombinationen. Wenn du mehr willst, und wie üblich, nur wenn du willst, Plank Jump statt halten, linke Seite, damit die Herzfrequenz auch ja nicht nach unten geht, rechte Seite. Nur nochmal als Option, wenn dir das reicht, bleibst du dabei. Genau, dann lass die anderen den Plank Jump machen. 3, 2. Jetzt brauche ich dich eigentlich noch eine dritte Kamera, damit ich die Vorneige zeigen kann und ihr sehen würdet, wie unser Hammer-Kameramann Conny den Plank Jump macht. Da brauche ich ihn nicht machen, aber schade, dass sie ihn nicht sehen können. Rechts. Cross, plank jump, down, jump back, jump front, linke Seite, lunge, cross, plank jump, 2 Durchgänge noch, jede Seite einmal,
linke Seite. Wow. Wow. Wunderbar. Skippings. Wir kombinieren, last but not least, die ersten beiden Übungen. Run, run, triple step heißt das. Die erste Übung war run, 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 run. 8, 7, 6, 5. Zweite Übung, triple step. 4, 3, 2. Triple step. Triple step, triple step. Letzten 8 Mal. Wir kombinieren. Es ist run, run, triple step. 4, 3, 2. Run, run, triple step. Run, run, triple step. Kleine Kombi. Run, run, triple step. Run, run, triple step. Oder auf ganz besonderen Wunsch, ich werde immer wieder gebeten, die Alternativen zu zeigen. Wenig Impact, kein Sprung. Und wer es heute Abend eher so tänzerisch drauf hat. One, two, cha, cha, cha. Cha, cha, cha. One, two, cha, cha, cha. Das, was dir gerade die meiste Laune macht. Letzten 8. Letzten 4 Mal. 3. Letzten 2. Letzte Mal. Walk it out. Füße am Boden, nur abrollen. Abrollen. Yeah, yeah, yeah. Na zdrowie. Einen Schluck trinken, bevor wir zu einem kurzen Teil auf der Matte kommen. Ich hoffe, ihr schwitzt ein bisschen so wie ich. Vielleicht nicht so sehr. Wenn ich die Übung zu Hause mache, schwitze ich auch nicht so sehr, weil ich dabei nicht so viel quatsche. Ob ich das mit der Mitte hier jeweils treffen werde? Ist die Matte in der Mitte? Ja? Ich habe die Mitte getroffen, für die Optik. Es geht intensiv nochmal an den Oberkörper und den Rumpf. Wie intensiv, kannst du dir überlegen. Aber ich habe uns ein paar knackige Rumpfstabilisationsübungen vorbereitet. Neue Favoriten in der Familie. Hände aufsetzen. Vorbereitung in einer einfachen Variante. Und diese Übung kannst du immer machen, wenn dir irgendeine Übung zu intensiv ist. Knie heben und wieder tief. Knie heben und wieder tief. Knie heben und wieder tief. Für meine Spezialfreunde, Kola Nado Gure, Nadu, nach oben, nach unten. Letzten 4 Mal, 4. Letzten 3 Mal, letzten 2 Mal. Letztes Mal. Alles geht darum, dass der Rumpf stabil bleibt. Steig nach hinten in den Stütz. Rechts, links und wieder zurück. Linkes Bein beginnt. Links, rechts. Vorschlag, öffne die Beine hinten bitte ein bisschen weiter auseinander. Out, out, in, in. Out, out, in, in. Halte bitte hinten geöffnete Beine. Erste Variante, bleib stabil in der Körpermitte. Rechter Unterarm auf die Matte. Wieder hoch. Linker Unterarm. Der andere Arm, der beugt sich, als würdest du eine Liegestütze machen. Da ist die Armkraft gleich mit dabei. Und der Rumpf auch. Magst du es ein bisschen intensiver, setz die Füße ein kleines bisschen schmaler. Down. Add up.
Magst du es noch intensiver? Heb das gegenüberliegende Bein. Rechter Arm, linkes Bein. Wieder hoch. Linker Arm, rechtes Bein. Ohren hoch. Rechter Unterarm, linkes Bein. Ohren hoch. Nur noch mal als Option, wenn du sagst, Matthias spinnt, mach die Übung. Da hast du die Rumpfstabilität in der einfachen Variante. Letzten viermal. Letzten dreimal. Letzten zweimal. Letztes Mal. Komm in die Bauchlage. Wow. Schultern entlasten. Hände aufsetzen. Drück die Hände in den Boden, während du den Oberkörper anhebst. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Bauchnabel eingezogen. Fokus auf eine kontrollierte Bewegung der Rückseite. Wer mag, Arme lang, Ober- und Unterkörper anheben. Eine Übung, die zunächst die Körperrückseite ansteuert. Und es geht alles um die Kontrolle des gesamten Rumpfes. Nächste Steigerung, wenn gewünscht. Du hältst bitte die gehobene Position, rollst dich leicht und kontrolliert zu einer Seite, kommst wieder zurück und senkst ab. Andere Seite. Mit gehobenem Ober- und Unterkörper die Kontrolle über den Rumpf halten, kontrolliert in eine Seite. Kann sein, du hebst nur ein bisschen ab, kann sein, du gehst mehr auf die Seite. Die wichtigste Aufgabe ist das kontrollierte Zurückrollen. Es sollte bitte nicht plumpsen. Heben, kontrolliert, zurück. Heben, kontrolliert und langsam. Andere Seite. Ablegen. Einmal locker lassen. Zweite Rumpfstabilisation. Du hast die gleichen Optionen wie vorher auch in der Plank-Position. Entweder diese einfache Variante oder Bein hinten in die Plank. Rechter Unterarm zum Boden und wieder hoch. Linker Unterarm. Dieses Mal nimmst du das gleiche Bein und ziehst das Knie nach außen. Nicht das gegenüberliegende Bein, sondern rechter Arm, rechtes Knie nach außen. High Plank zur halben Low Plank. Down. Wie in den Side Crunch, das Knie zieht nach außen. Down. Crunch. Add up. Down. Crunch. Die letzten viermal. Die letzten drei. Die letzten zwei. Letztes Mal. Yes. Ready for some action? Ready for some action? Letzte Action. Rückenlage. Beine aufgestellt. Fingerspitzen neben dem Kopf aufstellen. Bauchnabel einziehen. Level 1, Intensität 1. Crunch. And back. Crunch. And back. Zieh dich mit den angewinkelten Armen nach vorne. Die Crunch-Bewegung. Aus der Kraft des Bauches. Up. And down. Up. And down. Sehe ich da noch mal ein Lächeln oder? In der Rückenlage ist immer so unbequem, oder? Nächste Steigerung. Beine dazu.
oberen Unterkörper. Lift. And down. Lift. And down. Lift. And down. Lift. And down. Das ist dir nicht intensiv genug? Ist es doch, dann bleib dabei. Ist es nicht? Ready for some action? Arme, Beine lang. Und lift. And down. Lift. Wenn du merkst, nee, ist zu viel, Arme lang, Beine angewinkelt, geht auch. Deine Intensität. Lift. And down. Lift. And down. Jetzt machen wir das Gleiche als letzte Übung, was wir in der Bauchlage auch gemacht haben. Ist nur ein bisschen schwieriger. Halte, komm zur einen Seite, nicht umfallen, komm zurück und ablegen. Anheben, roll zur anderen Seite, roll wieder zurück und ablegen. Hoch, kontrollierte Rollbewegung, Schulterblätter bleiben oben, kurze Pause, andere Seite. Es geht auch angewinkelt natürlich. Up, side, back, and down. Wenn du merkst, der Bauch will nicht mehr oder der Hals wird müde. Jede Seite noch einmal. Volle Kontrolle. Letztes Mal. Aufstellen. Unterkörper hin und her pendeln. Yes, bleib dabei. Ich schalte nur flink die Musik gemütlich. Und dann lassen wir es gemeinsam auch wieder ausklingen. Sehr gute Arbeit. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann hast du es geschafft, im wahrsten Sinne des Wortes. Linkes Bein lang, rechtes Bein kreisen. Im Hüftgelenk. Locker. Atme tief und gleichmäßig. Schenk dir jetzt selbst noch mal ein kleines Lächeln. Von mir aus auch mit geschlossenen Augen. Für dich. Beinwechsel. Linkes Bein. Lockere Hüftbewegung. Zieh dir die Knie an die Brust. Heb den Oberkörper an. Mach eine ganz kleine Schaukelbewegung. Vor und rück. Oder auch gerne mal ein bisschen rechts und links. Die Muskeln rechts und links an der Wirbelsäule, unsere Rückenstrecker, ein bisschen massieren. In der Mitte halten, große Schaukel. Lass dich in den Sitz bringen. Hol die Füße nach hinten, beziehungsweise ein Bein nach hinten, ein Bein nach vorne. Schön tief in die Hüfte einsinken, so weit wie es geht nach unten mit der Hüfte und dann, wenn das rechte Bein vorne ist, den rechten Arm nach oben. Wenn du das linke Bein vorne hast, den linken Arm. Zum vorderen Bein. Rotation. Gerne einatmen hoch. Ausatmen tief. So groß, wie es geht. Viermal noch.
Wechsel das Bein. Andere Seite. Einatmen hoch. Ausatmen zurück. Einatmen hoch. Weit aufdrehen und zurück. Ich habe mich nur umgedreht, damit ich über die Kamera weiterhin sehen kann, was ihr macht. Also ich hätte euch vielleicht vorher sagen müssen, dass ihr meine Spionagekameras ausschalten müsst, wenn ihr nicht gesehen werden wollt von mir. Einmal noch schön groß und weit aufdrehen. Stütz dich auf den Schenkel auf, nimm den zweiten Schenkel dazu. Aufstützen, runden, strecken. Runden, strecken. Runden, strecken. Roll dich nach oben auf in den Stand, wo wir angefangen haben. Bring die Schultern ein paar Mal zurück, sodass du wieder in die Aufrichtung kommst. Zieh einmal die Arme weit auseinander. Feder leicht in die Brust. Und wenn du dich so richtig schön ausgepowert fühlst nach unserem gemeinsamen Workout und dich jetzt richtig gut fühlst, dann bring für dich selbst einmal die Handflächen zusammen und lass es ein bisschen schneller werden. Sehr gute Arbeit. Es hat wieder Spaß gemacht mit euch. Danke für den Einsatz und ich freue mich auf unser nächstes Workout zusammen. Auch an alle Nachturner, herzlichen Dank fürs im Nachhinein Einschalten. Gerne wiederholen, insbesondere wenn ihr mal Übungen vielleicht komplex fandet, weil viele Übungen ja auch mal die Koordination fordern. Gerne wiederholen, dann wird das immer leichter. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.